auch dafür bauen. Wir nennen sie auch steinerne Glocke. Schaut mal, wie schön man diesen Zusammenschwung hier sieht. Und sowas zu bauen im 18. Jahrhundert, das war eine echte Herausforderung für die Bauleute. Das ist alles massiver Sandstein. Schaut mal, hier sieht man die Kirche mit dem Platz, kurz nach Fertigstellung, auf dem Gemälde. Die Häuser gingen alle kaputt, die Frauenkirche blieb stehen. An den dicken Kuppelwänden sind die Kanonen runtergefallen. Also, alles Elbsandstein bis hoch. 1910 gab es ein Foto, schaut mal, so sah die Frauenkirche aus, ganz schwarz. Da gab es keine Tragen, das ist also wirklich dieser natürliche Kompensationsprozess. Die Häuser hier zum Beispiel, das ist das blaue Haus, das ist ein Restaurant. Und wir lesen die Pizza Nova, das heißt Neumarkt Piazza Nova. Im Zweiten Weltkrieg ist leider der Feuersturm in die Kirche eingedrungen. Die meisten Fenster waren schon vermauert, aber nicht alle. Das Feuer fing ein, die Kirche brennt aus und ist dann zwei Tage nach dem Angriff in sich zusammengestürzt. Hier ist das Foto von 1946. Oder hat es auch vom Sockel gehauen, der steht hier schon auch am gleichen Platz hier drüben. Ja. Das ist das schwarze Teil, was Sie hier sehen, das steht mit den Türtreppen. Ja. Zu DDR-Zeiten war von vielen der Wiederaufbau gewünscht, aber doch letztlich nicht realistisch. Finanziell auch ist er doch hoch? Religiöse Kraft dagegen, also in der sozialistischen Vorstellung. Er macht doch jetzt sowieso gleich schon. Das Wichtigste. Man hat die Häuser, die Ruinen der Kriegszerstörungshäuser abgerissen. Schauen Sie mal, 1952 haben Sie hier eine Schule. Das Wetter noch aus. Ja. Oder irgendwo an den Elbwiesenbanden zum Schäfer. Ich könnte auch noch gucken, was auf dem Schuss noch ist. Ursprünglich sei das nochmal der Wiederaufbau war zu DDR-Zeiten. Und es war ja auch der Ort der Ratszimmermaßnahme.
Ja, ja, ja. Gut gemacht, ne? Das blendet ja nicht von der Seite. Und irgendwie muss es ja